Liebe Schwestern und Brüder, zu Weihnachten haben wir gehört, dass die Hirten als Erste bei der Krippe waren. Sie waren zwar auch Menschen vom Rande der Gesellschaft, aber Weihnachten hat doch etwas Intimes, Familiäres in sich. Und am heutigen Fest weitet sich der Radius der Gäste an der Krippe. Sterndeuter aus dem Osten suchen den Stern. Und es ist so etwas wie eine Sternstunde der Menschheitsgeschichte, die bis zum heutigen Tag andauert. Menschen aus der Ferne kommen zu Christus, Schenkende werden zu Beschenkten und Leute, die bei Jesus sind, bekommen die Kraft, neue Wege zu gehen, denn auf einem anderen Weg kehrten die Sterndeuter zurück. Menschen aus der Ferne. Wir wissen nicht, woher sie gekommen sind. Es steht auch nirgends etwas von der Dreizahl. Aber von der Dreizahl der Geschenke hat man dann die heiligen drei Könige gleichsam gemacht. Und die Tradition der Kirche hat ihnen auch drei Namen gegeben, nach den damals bekannten drei Erzteilen: Kaspar, Melchior und Balthasar. Und das ist eine tiefe Weisheit, die bis zum heutigen Tag aktuell ist. Denn diese Sterndeuter stehen dafür, dass es nur eine Menschheitsfamilie gibt und dass alle gleich an Würde sind, ganz gleich, welche Hautfarbe sie haben, zu welchem Volk oder Rasse sie gehören. Es ist eine Lehrstunde heute, wie man auch mit dem Fremden und den Fremden umgeht. Nicht von vornherein als Bedrohung sind sie zu sehen, sondern auch als Bereicherung. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels brauchen wir sie. Und auch in der Kirche sind wir dankbar für Priesterordensleute aus Asien, Afrika und anderen Ländern. Es kommt auch ein frischer Schwung mit Leuten aus dem Süden in unser oft müde gewordenes Europa. Und ich habe auch in Kramerstetten, wo ich Pfarrer bin, seit Oktober einen Kaplan aus Nigeria. Und im Stift haben wir zwei Ordensbewerber aus dem Kongo, wo wir dankbar sind dafür. Menschen aus der Ferne kommen zum Christuskind, damit wir selber vielleicht auch wieder mehr in die Nähe kommen. Und aus Schenkenden werden Beschenkte. Wenn man wohin kommt, nimmt man oft etwas mit. Man weiß oft gar nicht, was man mitnehmen soll. Und das Wichtigste ist wohl, dass wir ein bisschen von uns selber was mitnehmen, von unserer Zeit, von unserer Aufmerksamkeit. Und die Erfahrung ist, dass wir oft als Beschenkte heimgehen, beschenkt mit Dankbarkeit, mit Aufmerksamkeit, oft auch mit mehr Zufriedenheit. Die Geschenke der Weisen sind die Schätze der Menschheitsfamilie, etwa das Gold, das vor allem auch in südlichen Ländern abgebaut wird, leider oft mit einem neuen Kolonialismus verbunden. Weihrauch und Myrrhe, kostbare Harze von entsprechenden Bäumen, die nicht nur im liturgischen Bereich, sondern auch in der Medizin und in der Kosmetik verwendet werden. Mit der Myrrhe hat man etwa Verstorbene gesalbt und für das Begräbnis vorbereitet. Die Tradition der Kirche hat diese drei Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe, mit Jesus selber, dem eigentlichen Geschenk, in Verbindung gebracht. Gold, Jesus ist König. Weihrauch, Jesus ist Gott. So wie der Weihrauch aufsteigt, so steigen unsere Gebete zu Gott auf. Und Myrrhe bedeutet, dass dieses Kind in der Krippe auch der Gekreuzigte und Auferstandene ist, der uns neues Leben schenkt. Was schenke ich heute dem Kind? Was sind meine Gaben, die ich niederlege? Der große Theologe Karl Rahner hat einmal das in ganz einfachen Worten ausgedrückt: das Gold der Liebe, den Weihrauch der Sehnsucht
und die Mühe der Schmerzen, die wir zu Jesus bringen können. Das Gold der Liebe in einer Kirche mit so viel Gold, kann man daran denken. Wir haben unmöglich so viel Gold der Liebe, aber so ein paar Milligramm Gold ist wohl in jedem Menschenherzen, auch in dem, der mir kräftig auf die Nerven geht. Und ein paar Milligramm Gold kann ich auch schenken mit einem guten Wort. Das Gold der Liebe, der Weihrauch der Sehnsucht, wenn wir ehrlich sind, es ist oft nicht die große Sehnsucht nach Gott da, aber so die Sehnsucht, wieder mehr Sehnsucht zu haben, das könnte ein Schlüssel sein. Und die Mühe der Schmerzen, wir bringen auch die Mühe der Schmerzen über den plötzlichen Tod unseres langjährigen Mesners Josef Mittermeier, der am Silvesterabend nach der Danksagung hier in der Sakristei verstorben ist. Er an seinem Dienstort gleichsam. Das Kind in der Krippe ist auch der Gekreuzigte und der Auferstandene, der auch unserem lieben Josef neues Leben schenken möge. Und schließlich, wer beim Kind ist, kommt verwandelt heim. Im Traum wurde ihnen geboten, nicht zu Herodes zurückzukehren, sondern auf einen anderen Weg heimzugehen. Verwandelt heimgehen, vielleicht ein bisschen mit der Erkenntnis, dass das Gold der Liebe mehr ist als alle Edelmetalle der Welt und dass der Weihrauch der Sehnsucht kostbarer ist als die Anbetung aller irdischen Götzen und alle Süchte, die wir so mit uns herumtragen, und dass die Mühe der Schmerzen sich verwandeln kann in Trost und in Hoffnung. Wenn so etwas geschieht, dann passiert auch in unserem Leben vielleicht eine kleine Sternstunde.